Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und ihr seht bereits im Hintergrund schon am Laufen ein Gilden Raid aus meiner Main-Gilde, ja, wo mein Main-Account natürlich dann auch logischerweise drin ist. Und bei uns auf dem Server ist es noch so Tradition, dass zu Weihnachten immer ja, so eine kleine Pause, so eine kleine Kampfpause eingelegt wird, ne? Und das heißt, dass wir uns auf dem Server untereinander zur Weihnachtszeit nicht angreifen. Ja, ich weiß, das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch, aber auf den älteren Servern gibt es noch sowas wie so eine kleine ja, Friedenspause zu Weihnachten. Und da ist natürlich dann die Zeit dafür ganz gut, sie anderweitig zu nutzen und mal wieder einen kleinen Gilden-Raid zu versuchen. Ja, das haben wir gemacht. Den wollte ich euch auch mal wieder zeigen, denn der letzte Gilden-Raid, den ich euch gezeigt habe, ist schon tatsächlich eine Weile her. Und ich muss euch sagen, wir sind nicht wirklich sehr viel weitergekommen. Es ist... Alter, hier haben wir W70 übrigens am Start. Hier ist, glaube ich, der höchste Berserker bei uns hier in der Gilde. Kleiner Aufholjäger auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, weil wir sind immer noch am selben Gegner wie beim letzten Raid, den ich euch gezeigt hatte. Und ja, das kommt halt daher zustande, weil, ja, wir sind momentan, glaube ich, nur 47 Mitglieder bei uns in der Gilde. Und es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, neue aktive Mitstreiter zu finden. Deswegen kommen wir halt auch nicht wirklich großartig weiter in den Raids. Dazu mal die sowieso immer schwieriger werden. Also ich weiß nicht, wo die allerhöchste Gilde ist jetzt oder die stärkste Gilde. Bei welchem Raid? Ich kann es wirklich ganz, ganz schlecht beurteilen, muss ich sagen. Aber die sind auch, ja, also nicht so weit, wie man jetzt vielleicht denken mag. So, ne, es sind ja jetzt insgesamt 150 Raids, die man besiegen kann. Und ich muss mal gleich mal nachschauen, bei dem wievielten wir sind. Das zeige ich euch gleich mal. Ne? Aber zuvor erstmal der kleine Raid. Wie gesagt, mit 47 Leuten natürlich nicht so einfach. Dann kommt natürlich auch noch denn dazu, dass dementsprechend die Ritterhalle denn auch nicht sehr gut aussieht bei uns momentan. Und das wirkt sich natürlich auf die gesamten 47 Leute in der Gilde nochmal explizit aus. Das heißt, wir kriegen schlechtere Edelsteine dadurch, wodurch wir dann halt nicht wirklich, ja, unsere Top-Leistung, sag ich mal, gebündelt als Gilde zusammenfassen können, so, ne? Ich meine, wenn man jetzt so, ja, wie viel Ritterhallenpunkte fehlen uns jetzt? Ich schaue gleich mal, wir schauen gleich mal nach. Aber sagen wir mal so 50 Ritterhallenpunkte, wenn man das auf alle Mitglieder so rechnet, ne, was da dann zusammenkommt an Stat-Punkte, die man besser, ja, die man besser wäre oder was besser sein könnte, dann ist das schon einiges, sag ich mal, ne, was uns auch in den Gildenkämpfen sowohl als auch in den Gilden-Raids dann auch weiterhelfen könnte. Ja, der Duratin hier wieder bei uns in der Gilde war ja eine kurze Zeit irgendwie inaktiv gewesen, ist jetzt wieder einigermaßen aktiv. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt immer noch der Fall ist. Genau, aber wir nehmen natürlich alles, was wir kriegen können, so. Und ein 500-Plus-Account ist natürlich schon immer sehr, sehr hilfreich, ne? Ja, so, als nächstes komme ich gleich dran. Jetzt haben wir noch den Osman, der hier noch vorher am Start ist. Und danach bin ich mal gespannt, was, ja, was ich hier so im Gilden Raid so dazu beigetragen habe, ihn zu besiegen oder vielleicht auch nicht. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Wir haben jetzt einfach nur den Gilden Raid gestartet auf, ja, Verdacht, dass wir halt jemanden, ja, dass wir den Gilden Raid besiegen könnten und weil halt, wie gesagt, momentan so eine kleine Friedenspause auf dem Server herrscht unter den Gilden, ne? Finde ich eigentlich eine ganz nette Aktion, kann man mal machen, ne? So ein Weihnachtsfrieden, das ist, ja, ist mal ganz nice, vor allen Dingen kann dann jede Gilde für sich dann nochmal explizit nochmal die Zeit nutzen, um dann halt ein paar Gilden Raids zu machen, ne? Und da mal zu versuchen, anstatt sich immer gegenseitig zu bekriegen, mal selbst versuchen, ob man vielleicht noch den ein oder anderen Raid schaffen könnte, ne? Gut, wir gehen mal einen weiter. Mal schauen, der Osman, der haut hier ziemlich viele Gegner weg, muss ich sagen. Der ist ziemlich krass auf jeden Fall.
Der macht hier eine gute Arbeit, haut sogar den auch noch weg. Das ist sehr stark, aber jetzt wird er den wohl nicht mehr besiegen. Mal schauen, vielleicht haut er noch den einen oder anderen Crit-Treffer raus. Ja, ganz hilfreich. Als Krieger hält er natürlich ordentlich was aus. Und jetzt bin ich hier an der Reihe. Ich halte natürlich dementsprechend nicht so viel aus, aber dafür mache ich natürlich ein bisschen was an Schaden, ne? Und das ist ja genau das, was ich ja, erreichen möchte mit meiner sehr krassen Schadensspanne. Aber man sieht halt, ja, ich kann halt auch einfach mal überhaupt gar keinen Schaden austeilen. Okay, das war leider keine gute Leistung von mir. Das geht auf jeden Fall besser, ne? Da ist halt, ja, da hätte man vielleicht die konstante Waffe nehmen können. Die hätte dann wahrscheinlich in dem Falle mehr Schaden rausgehauen. Aber wie das immer so ist, ne? Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech und dann ist das halt so, ne? Trotzdem sieht es jetzt ganz gut aus. Die letzten bei uns alle Magier in der Gilde. Ne? Also ist ganz nice. Halten alle nicht sehr viel aus, aber teilen natürlich dafür dementsprechend gut Schaden aus hier, ne? Unter anderem der Kollege hier hat sehr, sehr gut hier dazu beigetragen. Und dann haben wir hier den Zeph, der hier mit der alten legendären Waffe hier am Start ist. So, und besiegt den Gegner. Wir bekommen ganze 2,5 Millionen Erfahrung. Das lohnt sich richtig, ja. Natürlich nicht, ne? Und ja, der nächste Gegner ist hier der Fehler im System. Den haben wir eben gerade angegriffen und mal versucht. Da können wir mal direkt zu mir mal schauen, was ich da ja so geleistet habe. Ihr habt es bereits gesehen. Den schaffen wir dann wieder nicht, ne? Der ist dann wieder nicht machbar. Und wird, glaube ich, auch die nächste Zeit nicht wirklich besiegbar sein. Denn wir haben hier einen Gegner und dann nochmal einen Gegner. Und ich glaube, zu denen sind wir nicht mal richtig gekommen. Oder das ist schon der letzte Gegner und das ist nur ein Anzeigefehler. Das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Aber wir schauen mal. Ja, ne, ich glaube, das ist der Endgegner. Ansonsten, ja, wäre das ziemlich krass. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Raid 98 von 150. Ja, ziemlich, ziemlich krass. Wir haben, uff, Alter, uns fehlen sogar ganze 100 Ritterhallenpunkte. Noch mehr als 100. Boah. Ja, das ist schon ziemlich krass. Also das ist, ja, was will man dazu sagen, ne? Das ist schon, das tut schon weh auf jeden Fall. Das sind einiges an Stat-Punkte, die dadurch flöten gehen. Und ja, die ersten haben natürlich alle das auf Stufe 20 hier. Aber dadurch, dass uns halt auch drei Leute fehlen, kommt da natürlich auch einiges zusammen. Ne, dann haben ein paar das natürlich auch noch nicht ready hier mit der Ritterhalle, die dann irgendwie neu dazugekommen sind und noch nicht ganz so weit sind. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich hoffe mal, wir kriegen das nochmal irgendwie hin, so ein bisschen. Auf jeden Fall, ich glaube, die weiteste Gilde ist auch vielleicht so in dem 100er-Bereich so. Vielleicht so 105, das ist vielleicht das höchste der Gefühle, aber ich glaube, viel weiter sind dann die besten Gilden auch nicht so. Bin ich jetzt mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich es natürlich auch nicht hundertprozentig weiß. So, gut, wir schauen mal, wir machen mal einen Free Try, mal schauen, wie der, du weißt schon, wer aussieht. Der Bertram hier jetzt mit der legendären Waffe am Start bringt absolut gar nichts, ja. Ob der nun eine Waffe am Start hat oder nicht, das ist auch gefühlt irgendwie egal, fast. Und ja, da hätte ich lieber meiner Kunigunde die schöne Waffe gegönnt, aber da wurde mir leider nicht gegönnt an der Stelle. Gut, ja, sieht auch noch gleich beschissen aus, das Ganze irgendwie, ne? Und dann gehen wir mal in Arena-Angriff. Ja, zumindest Arena, ah, Teufel, mal gucken. Ah, der hat auch die neue Waffe. Ja, nee, Magier-Battle, gut, okay, er hat angefangen. Dann ist der Kampf meistens schon immer entschieden zwischen den Magiern. Deswegen greife ich eigentlich ungern die Magier an, auf den Top-Rängen, aber ist natürlich immer lucky, ne? Deswegen bin ich da tatsächlich eher hier beim Smudo hängen geblieben, dass ich den ein bisschen abfarme, ne? Und die anderen sind halt noch ein bisschen schwieriger, alle noch so, ne? Er hat hier zum Beispiel, oh, guckt euch das an. Er hat hier die legendäre Waffe gezogen mit einer einigermaßen okayen Spanne, 4500, das hätte ich auch behalten. Aber das, was ich da hatte, ne, mit einer irgendwie 30er Spanne, ja, da kannst du halt nichts mit anfangen, ne? Jo, so sieht das aus. Mal schauen. Ansonsten noch irgendwelche am Start hier mit einer neuen Waffe oder so? Nee. Nee, bisher noch nicht. Ah, das ist ja noch die alte Waffe. Ja, nee. Nee. Ansonsten sieht es noch relativ
human aus bei den Leuten hier auf dem Server. Aber die meisten werden ja auch nicht mehr so krass reinpilzen, wie ich das gemacht habe. Das, was ich gemacht habe, war eigentlich auch ein kompletter Waste gewesen, weil ich im Prinzip ja niemanden außer meine Begleiter ein bisschen ausgerüstet habe dadurch, denn ne, mein Main hat dadurch nichts bekommen. Ja, mein Bertram hat die neue Waffe bekommen, das ist okay, das ist ganz nice. Und mein Markwart hat hier die zwei Sachen bekommen, aber ansonsten sieht das eher mager aus, das Ganze. Ja, gut, außer dass wir halt ein paar Ressourcen dadurch bekommen haben, ein bisschen Gold, ein bisschen ja, Kristalle werden wir die nächsten Tage auch noch bekommen. Dadurch, dass ich die Sachen ja auch noch zerlegen werde, alle, die ich bekommen habe. Und das sind natürlich auch noch ein paar Sachen, ne? Ich glaube, mein Inventar ist komplett voll. Alle meine Plätze sind belegt. Ja, das sieht sehr belegt aus hier. Gut. Das Teil können wir schon mal zerlegen. So. Dann haben wir das schon mal. Hier muss ich gucken. Ich muss mal schauen. Obwohl, nee, hier die Runen sind besser. Ich wollte gucken, ob ich die Waffe behalte wegen der Rune noch. Aber brauche ich auch nicht. Gespült ist das Teil ja eh. Die Runen sind besser hier, deswegen zerlegen wir das Ding hier. So. Und ja, mal schauen. Ich muss mal gucken, wie jetzt meine Begleiter. Gut, also hier, der hat eine sehr gute Rune drauf, da brauche ich nichts mehr machen. Der Markwart bräuchte noch eine neue. Da müssen wir schauen. Und ja, die Kunigunde bräuchte auch noch was. Das wäre auf jeden Fall noch sehr gute Upgrades für die beiden. Aber ansonsten sieht es erstmal so ganz gut aus. Jo, gut. Viel mehr wollte ich euch heute auch gar nicht zeigen, außer den neuen Gilden Raid, den wir besiegt haben. Jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen dauern, bis wir den nächsten hier schaffen. Aber wir sind zumindest einen Raid weitergekommen. Gibt wirklich schlappe 2,5 Millionen Erfahrung, also es lohnt sich nicht. Ja, und ja, dann soll es das soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.